Willkommen zu einem neuen Video. Diesmal ist das Video nicht für die Schüler, sondern für meine Kollegen. Und zwar soll es darum gehen, wie wir möglichst schnell und einfach aus einer PowerPoint-Präsentation ein Video machen können, wo wir dann eben Unterricht eben online stellen können, aus gegebenen Anlass. Aber auch hier gilt, jeder andere darf sich das natürlich auch anschauen. Gut, ich arbeite mit PowerPoint. Einfach deswegen, weil für mich persönlich PowerPoint hier von der Ergonomie her das Beste ist. Das heißt, ich komme am schnellsten zu einem sinnvollen Ergebnis. Viele Sachen, die ich hier mache, funktionieren in den offenen Office-Paketen genauso. Aber wie gesagt, ich habe mich ja ziemlich auf PowerPoint eingeschossen und deswegen gehen auch die Videos oder drehen sich die Videos um PowerPoint. Für alles Weitere, also ich werde vermutlich in einem Folgevideo noch mal ein bisschen in Richtung Grafikmanipulation gehen, werde ich offene Systeme verwenden wie GIMP. Aber ja, alles andere eben, wie gesagt, hier mit der Microsoft Software. Ja, dann starten wir mal PowerPoint und hier klicken wir auf Leere Präsentation. So, das war's schon. PowerPoint läuft. Und bevor ihr jetzt loslegt, will ich euch eine Sache sagen. Ich nutze die Office-Version 365 und ich sage es deswegen, weil es gibt eine Funktionalität, die ist bei den älteren, ich glaube 2016, nicht dabei. Und zwar bei Übergänge des Morphen. Das ist eine sehr, sehr praktische Sache für Videos. Da kann man sehr schöne Effekte erzeugen, die aus meiner Sicht gerade für Animationsvideos sehr, sehr praktisch und sinnvoll sind. Wenn ihr das nicht habt, müsst ihr halt dann darauf verzichten. Ich werde bei den Animationsvideos, die dann ja noch folgen werden, darauf eben noch ein paar Mal eingehen. Und wie gesagt, schaut euch mal bei euch an, ob ihr diese Funktionalität habt. Wenn nicht, darauf verzichten oder neue Version besorgen. Gut, dieses Video soll ja primär darum sich drehen, wie ich aus PowerPoint heraus ein Video erzeuge. Diese ganzen Sachen mit Design und Animation, das kommt alles später. Jetzt will ich einfach mal nur die Grundschritte für dieses Rendering, wie man sagt, für Videos eben erklären. Und dazu müssen wir erstmal gucken, dass unsere PowerPoint-Präsentation das richtige Seitenverhältnis hat. Und das sehen wir hier bei Entwurf und hier Foliengröße. Und hier sollte 16 zu 9 eingestellt sein. 4 zu 3 solltet ihr nicht mehr nehmen. Der Hintergrund ist ganz einfach der, die meisten Bildschirme unterstützen 16 zu 9 und die Video-Streaming-Plattformen eben auch 16 zu 9. Manche würden, wenn ich jetzt ein 4 zu 3 Video hochlade, dann so einen schwarzen Balken links und rechts ergänzen oder noch schlimmer sogar verzerren und das wollen wir nicht. Also wir sind bei 16 zu 9. Jetzt markieren wir diesen Kram hier mal und schmeißen ihn raus. Das brauchen wir jetzt hier für dieses Video nicht. Und dann gehen wir hier auf Start. Die meisten Symbole, die wir, oder eigentlich alle PowerPoint-internen Symbole, die wir einfügen können, finden wir hier in diesem Bereich. Es kann sein, wenn ihr einen größeren Bildschirm habt, dass es bei euch ein bisschen anders aussieht. PowerPoint passt dynamisch die Anzeige dieser Menüzeile an, aber ihr findet das bei euch schon. So, dann das kann man hier ein bisschen maximieren und dann sieht man hier so die wesentlichen Sachen. Wichtig für uns sind die Linien, die Rechtecke, die Standardform, Blockpfeile, dann Flussdiagramm und manchmal noch Sterne und Banner und Legenden. Diese interaktiven Schaltflächen brauchen wir für Videos im Regelfall nicht. Und hier oben sind einfach die letztverwendeten. Ich möchte jetzt erstmal einen Text hinterlegen. Textfeld wähle ich aus, klicke drauf und dann kann ich hier sagen, was weiß ich, dies ist eine Überschrift. Wichtig, wenn wir Videos aus PowerPoint machen, müssen wir darauf achten, dass die Zeichengröße nicht zu klein ist. Also 18 ist definitiv zu klein. Für Überschriften würde ich irgendwo so bei 32 hingehen. 32, 36, sowas, je nachdem. Und für einen Text entsprechend kleiner. Und da würde ich jetzt hier
ungefähr auf 20 bis 24 gehen. Eher 24 als 20. Wir müssen immer damit rechnen, dass die Videos auch über mobile Devices angezeigt werden. Und wenn ich das jetzt hier mal auf den Präsentationsmodus schalte, sieht man, das ist jetzt so riesig nicht, aber eben groß genug, dass wir eben entsprechendes lesen können. Wie gesagt, sehr viel kleiner würde ich es nicht machen. Hängt natürlich auch ein bisschen an der Zeichenart oder an der Schriftart, die wir hier gewählt haben. Ich habe jetzt einfach mal den Standard genommen, aber das überlasse ich euch, welchen ihr da verwendet. Gut, jetzt mache ich noch was. Ich mache mal einen Übergang. Dazu, was ich üblicherweise mache, ich markiere hier eine Folie, mache dann Steuerung C, Steuerung V und dann ist die dupliziert. Das ist gerade, wenn wir dann später mit irgendwelchen Morphing oder irgendwelchen Tricks arbeiten, ganz praktisch, dass wir die Seiten nicht immer komplett neu aufbauen. Da hat jeder so seine eigene Methode. Man kann auch rechte Maustaste, Folie duplizieren machen. Aber da werde ich dann, wie gesagt, bei der Animation noch mal etwas genauer drauf eingehen. Jetzt machen wir hier einfach mal ein Rechteck, einfach nur, dass man mal sieht, was man da machen kann. Und dann gehen wir noch mal, machen wir das gleiche noch mal, damit wir uns auskennen. Hier ist ein Text 2, 3. Hier kann man beispielsweise, ich klicke jetzt hier dieses Rechteck an und gebe einfach mal einen Text ein. Sollte man auch ein bisschen größer machen. So, dass ihr seht, man kann hier eben auch in Textblöcke eben reinschreiben. Aber wie gesagt, Design folgt noch. Das, was ich jetzt noch mal zeigen will, ist, dass ich jetzt hier eine Animation hinterlegen kann. Auf die werde ich auch noch mal eingehen. Hier mache ich jetzt einfach mal verblassen und dann sehen wir hier bei der Präsentation, wenn ich drauf drücke, dann erscheint dieses Ding und zwar nicht absolut, sondern ja etwas verzögert. Ich zeige euch noch mal den Unterschied zum Erscheinen. Das wäre Hallo 1, Hallo 2 und dann guckt man nochmal das eine Face so leicht rein. Das ist, wie sagt man, die Funktion heißt Verblassen und das andere ist einfach mit Klick da, nur dass ihr den Unterschied mal seht. So, die letzte Sache, die ich jetzt noch zeigen will, ist, ich gehe jetzt mal auf die Folie 2 und gehe hier auf Übergänge und hier sehen wir ohne Übergang. Jetzt gehe ich hier nochmal drauf und jetzt gehe ich hier auf Verblassen. Und wir sehen hier, das ist jetzt 70 Sekunden, diese Info braucht man gleich nochmal. Ich zeige euch jetzt mal den Unterschied. Ich starte das mal, ich klicke jetzt drauf und jetzt sehen wir hier, dass einfach die nächste Folie einfach rüber gegangen ist. Also einfach, die ist instantan erschienen. Wenn ich jetzt klicke, passt da auf, bitte den, dies ist ein Text 2 auf. Dann habt ihr gesehen, es hat genau 70 Sekunden, 0,7 Sekunden gedauert, bis aus der 2 eine 3 langsam geworden ist. Das ist so ein Überblendeffekt und das ist normalerweise ganz praktisch. Hat aber beim Video-Rendering einen kleinen Nachteil, den zeige ich gleich. Jetzt klicke ich nochmal das erste Rechteck ran, das zweite Klick und wir sind zu Ende. So, und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt möchte ich das Ganze automatisieren. Das heißt, dass die Klicks von mir aufgezeichnet werden, aber auch das, was ich spreche. Und dazu gehen wir jetzt auf Bildschirmpräsentation und hier Bildschirmpräsentation aufzeichnen. Dann gehen wir hier mal drauf. Jetzt sehen wir hier diesen Aufzeichnungsschirm. Hier müssen wir aufpassen, dass das Mikrofon eingeschaltet ist und hier, dass die Kamera ausgeschaltet ist. Wir können hier quasi noch ein Bild von uns einblenden. Ich mache es normalerweise nicht, weil es hilft eigentlich niemandem, ob er mich da jetzt plappern sieht oder nicht. Das ist einfach nur aus meiner Sicht wertvoller Bildschirmplatz, der einfach verschwendet wird. Und deswegen mache ich es normalerweise nicht, aber das kann jeder für sich selber entscheiden. Wenn ich jetzt hier auf Aufzeichnen gehe, dann fängt eben PowerPoint an, alles das, was ich sage und was ich klicke, zu speichern. Und ich gehe mal drauf.
3, 2, 1, jetzt geht's los. So, jetzt kann ich sprechen und alles, was ich jetzt spreche, nimmt PowerPoint auf. Und jetzt klicke ich und jetzt ist eben die Folie 2 da, so wie wir es vorhin gesehen haben. Und jetzt kommt das Problem mit diesem weichen Übergangseffekt. Der weiche Übergangseffekt führt dazu, dass die Tonaufzeichnung für diese 0,7 Sekunden unterbrochen wird. Das heißt, die ist abrupt weg und geht dann langsam entsprechend wieder hoch. Also probieren wir es mal. Wenn ich das Ganze jetzt 1, 2, 3, 4, 5, dann werden wir jetzt beim Video, wenn wir es abspielen würden, oder bei der Präsentation, wenn wir sie abspielen würden, das 1 vielleicht noch abgehackt hören und dann würde 2, 3 und langsam 4, 5 eingeblendet werden, auch akustisch. Gut, dann klicken wir hier, Hallo 1, Hallo 2 und wenn ich nochmal klicke, ist die Präsentation zu Ende. So, was wir jetzt sehen ist, hier ist so ein kleiner Lautsprecher, das sind meine Kommentare, nennt das PowerPoint und die kann man entsprechend hier nochmal abspielen, man kann hier sie auch löschen, das wäre hier oben, löschen. Kommentar für aktuelle Folie löschen, Kommentar für alle Folien löschen, beziehungsweise Anzeigedauer, das wären die Klicks, kann ich auch für die aktuelle Folie oder alle Folien dann entfernen. Das macht man normalerweise dann, wenn man eine Präsentation als Video erstellt hat und sie dann danach vielleicht doch live irgendwo im Klassenzimmer halten möchte, dann nimmt man natürlich die Kommentare und Klickdauern raus. Ich würde dann raten, das in der eigenen Version abzuspeichern, aber darüber können wir auch später noch mal etwas genauer reden. So, wenn ich jetzt das starte, dann wird die Präsentation genauso gezeigt, wie ich vorhin gesagt habe. Ich mache es mal ein bisschen leiser, ich vermute, ihr hört es nicht so sauber. Im Prinzip, ich höre jetzt über meinen Kopfhörer das, was ich vorhin gesprochen habe. Und wie ihr seht, die Präsentation läuft jetzt ganz normal weiter. Ich mache jetzt nichts mit der Maus. Sie läuft 1:1 so, wie ich es vorhin aufgezeichnet habe. Und mit Escape komme ich wieder raus. Jetzt kommen wir noch zum wichtigen Punkt. Wenn ich jetzt beispielsweise gesehen habe, das, was ich hier aufgezeichnet habe, finde ich jetzt nicht so toll. Dann, und ich möchte es nochmal neu aufzeichnen, dann kann ich jetzt wieder hier auf Aufzeichnen gehen, entweder direkt drauf, dann startet er üblicherweise hier, beziehungsweise ab aktueller Folie aufzeichnen. Schaut bitte, wenn ihr draufklickt, dass ihr wirklich auf der Folie seid, die ihr aufzeichnen wollt, in dem Fall hier die Folie 2. Wenn die erste Folie angezeigt wird und ihr drückt hier auf Aufzeichnen, dann wird halt alles das, was in der ersten Folie aufgezeichnet wurde, gelöscht. Und das wäre in dem Fall jetzt eben tatsächlich problematisch. So, die Gefahr ist jetzt, wenn ich jetzt hier auf Aufzeichnen gehe und auf die Maus, auf die linke Maustaste klicke, sozusagen die Folie beende und auf die nächste gehe, wird in dem Moment die nächste Folie auch gelöscht. Das heißt, entweder, wenn ihr jetzt hier diese Folie neu aufzeichnet, ihr geht auf Beenden oder auf Escape, um die Aufzeichnung von dieser Folie zu beenden. Das ist jetzt hier relativ einfach zu bewerkstelligen, weil in dieser Folie nur keine Animationen sind. Wenn ich jetzt eine Folie Bild für Bild mit Klicks aufbaue, so wie wir es bei der gemacht haben, ich gehe mal hier rüber, wo ich hier diese beiden Rechtecke mit ersten und zweiten Klick erscheinen lasse, da muss ich ganz genau mitzählen, damit ich nicht aus Versehen jetzt auf die nächste Folie klicke. Weil, ich habe ja vorhin gesagt, wenn wir auf der nächsten Folie sind, dann werden die Aufzeichnungen gelöscht. Ich gehe jetzt mal mit Escape hier raus. Wenn euch das zu heikel ist, dann rate ich euch Folgendes. Ihr macht STRG C, STRG V. Ihr macht jetzt hier die Folie nochmal, geht hier drauf, auf die erste von den beiden, ab aktueller Folie aufzeichnen. 2 von 4, okay. Jetzt mache ich hier aufzeichnen. Jetzt kann ich reden und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt klicke, hoppla, jetzt bin ich auf die nächste aus Versehen. Das ist aber kein Problem. Ich gehe auf Beenden, Escape. Weil ich bin jetzt auf der, die ich ohnehin nur dummymäßig kopiert habe. Und jetzt lösche ich die wieder. Das heißt, er hat diese Folie, die ich temporär hier erzeugt habe, von den Aufzeichnungen und den
also der Sprachaufzeichnung und den Klickaufzeichnungen her überschrieben, war ja kein Problem, weil ich wollte sie ohnehin wieder löschen. Das heißt, diese letzte Folie ist von diesem Zwischenaufzeichnung oder von dieser Zwischenaufzeichnung nicht beeinträchtigt worden. Okay, das waren jetzt so die wesentlichen Sachen, die man beachten muss. Und ja, dann gehen wir mal auf das Rendern. Dazu gehe ich auf Datei, Exportieren und hier finden wir Video erstellen. Ich nehme typischerweise 1920x1080, also es ist Full-HD-Format auf. Kleiner machen kann ich es nachträglich dann immer noch. Ich lade sie tatsächlich auch mit dieser Qualität zu YouTube hoch. Wenn ein User nicht diese Qualität haben möchte, dann kann er das bei YouTube ja auch einstellen, dass das eben von YouTube mit einer geringeren Auflösung gestreamt wird. Das kann dann jeder für sich selber eben entsprechend als Nutzer des Videos selber auswählen. So, hier aufgezeichnete Zeitabläufe und Kommentare verwenden. Okay, das ist wunderbar. Und das interessiert uns nicht, weil wir das ohnehin entsprechend weiterklicken. Und dann gehen wir hier Video erstellen. Dann gibt es ein kleines Fenster. Da gehen wir jetzt hier, wo habe ich das, auf Video Projects. Das war PPT Videos. Und wir nennen das jetzt einfach PPT Part 1 Übung. So, speichern und jetzt sehen wir hier unten wird das Video jetzt erstellt. Je nach Prozessor, je nach Leistung, je nach Programme, die im Hintergrund laufen, kann das durchaus ein bisschen länger dauern. Und vor allem, ich meine, wenn ich jetzt hier wirklich eine Präsentation habe, die jetzt 15, 20 oder 30 Minuten dauert, dann kann das schon sein, dass auch das Rendering eben genauso lang dauert, dass wirklich der Rechner jetzt hier eine Viertelstunde oder länger arbeiten muss. Aber mein Gott, das ist halt dann so, geht man Kaffee trinken und dann ist alles gut. So, ich unterbreche jetzt mal kurz die Aufzeichnung, weil ihr müsst ja nicht meinen Balken hier beobachten. So, da sind wir wieder. Der Balken ist fertig, das heißt, PowerPoint hat die Präsentation gerendert. Und jetzt gehen wir hier mal auf unseren Ordner PPT Part 1 Übung MP4 und dann ist das Video hier da und ist genauso, wie wir das eben auch aufgezeichnet haben. So, gehen wir wieder raus. Ja, das wäre so im Wesentlichen gewesen. Also, wie gesagt, worauf ihr achten müsst, bei Entwurf brauchen wir hier 16:9. Dann bei den Übergängen müsst ihr überlegen, wenn ihr einen Übergang mit einer Zeit Spanne habt, dann muss es eben so sein, dass dass ihr, wenn ihr klickt, für diesen Zeitraum ein bisschen ruhig seid, weil sonst hört sich das wirklich komisch an. Es sei denn, ihr macht es komplett ohne einen Übergang und dann habt ihr dieses Problem nicht, aber dann sieht es manchmal ein bisschen hässlich aus. Das muss man dann entscheiden. Ansonsten war es eben so, Schriftgrößen nicht zu klein, Überschriften 32 oder größer, Text so 20, 24, so in dem Bereich und Animationen entsprechend so einsetzen, dass ihr damit auch ja, einigermaßen sinnvoll dazu sprechen könnt. Dann die Elemente sind die Anzeigedauern und die Kommentare, die kann man dann auch entsprechend löschen oder überschreiben, hier bei Bildschirmpräsentation aufzeichnen. Ja, das war es so erstmal, was ich euch bei der Software zeigen wollte. Wie ich ja während des Videos schon ein paar Mal gesagt habe, es wird noch weitere Videos dazu geben. Ich werde sie in eine Playlist zusammenfassen, sodass man sie auch nacheinander anschauen kann. Nächstes Video möchte ich mich ein bisschen um die einzelnen Grafikelemente kümmern und ja, dann geht es halt da Schritt für Schritt weiter. Bis zum nächsten Mal.